Ja, Matti Fiedler beim Doc Morris Talk. Herzlich willkommen. Hi. Matti, letztes Spiel gegen Ferl, habt ihr 2-2 gespielt, davor 1-1 gegen Gladbach. Jetzt das nächste Heimspiel. Wird's der erste Dreier? Ja, also ich hoffe es. Wir sind gut vorbereitet und klar, nach 2 Unentschieden, zu jetzt zu Hause vor allem, muss natürlich auf jeden Fall ein Dreier her. Was wollt ihr anders machen im Gegensatz zu Ferl? Habt ihr vieles Gutes gemacht, aber 2-2 am Ende zu wenig mit dem, was ihr da für eine Führung vor allem auf dem Fuß hattet, ne? Mit 2-0. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nach wie vor noch sehr ärgerlich, aber nutzt nichts. Wir müssen jetzt gucken, dass wir am Samstag eben die 2 Unachtsamkeiten, die wir hatten, da haben wir ja geschlafen und die müssen wir jetzt eben abstellen. Und ansonsten, ja, hast du ja schon gesagt, wir haben vieles gut gemacht und vieles richtig. Und darauf müssen wir auf jeden Fall aufbauen und dann ja, gucken, dass wir über 90 Minuten konzentriert hinten stehen. Bei vielen Trainern ist der Gegner am Samstag Rödinghausen Überraschungsteam. Könnte für Überraschungen sorgen, was auch vor allem das obere Tabellenmittelfeld angeht. Was ist das für ein Gegner, der da auf euch wartet? Ja klar, ich meine, man hat jetzt gesehen, wir haben letzte Woche Viktoria Köln geschlagen. Das macht man auch nicht einfach so, wenn man keine Ambitionen hat. Also wir sind auf jeden Fall gewarnt. Ist ein Gegner, der ja auch vor allem gegen Viktoria erstmal relativ tief gestanden hat, aber dann unglaublich schnell umgeschaltet hat. Und klar, vorne haben sie auch enorme Qualität und ja, wir müssen da auf jeden Fall auf der Hut sein. Und ihr als Innenverteidiger, ihr müsst da eure Quote von 3 Toren in 2 Spielen, die ist jetzt nicht berauschend, hast du schon gesagt. Was nehmt ihr euch als Innenverteidiger vor gegen die Offensive der Rödinghausener? Ja klar, 3 Gegentore nach 2 Spielen ist auf jeden Fall zu viel und ja, wir als Mannschaft und vor allem auch wir als Innenverteidiger wollen natürlich jetzt am Samstag auch endlich mal zu 0 spielen und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir direkt eng an den Männern sind, dass wir vor allem vorne ist über außen enormes Tempo, dass wir die gar nicht ja, dieses Tempo aufnehmen lassen, wir müssen direkt enger Mann sein und gucken, dass wir sie frühzeitig stellen und natürlich ja, möglichst einfache, doofe Fehler vermeiden. Wie klappt es ja die Zusammenarbeit im Abwehrverbund mit den anderen Kollegen? Ihr kennt euch noch nicht so lange. Du bist Anfang Juli zur Mannschaft gestoßen. Wie klappt es bisher? Ja, bislang klappt es eigentlich ganz gut. Klar, ist vor allem auch in der Viererkette hinten enorm wichtig, dass man ein paar Spiele zusammenkriegt und das kommt mit Sicherheit auch mit der Zeit, wird das immer besser, aber wir sind jetzt in der Saison, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, wir müssen möglichst am Samstag schon da sein, dass wir das eben noch besser zusammen gestalten und ja, gucken, dass wir endlich zu 0 spielen. Du sprichst beim ersten Mal Tivoli von Gänsehaut, das war ein besonderer Moment da vor über 9000 Zuschauern. Beschreib nochmal, wie war das für dich, als du da rauskamst aus dem Spielertunnel und das erste Mal nach rechts geschaut hast? Ja, es war schon, also ich hatte unglaubliche Gänsehaut einfach. Natürlich war bei mir jetzt auch eine besondere Situation dann. Ich hatte, ich glaube, 14 Monate kein Pflichtspiel gemacht. Und klar, dann kommst du raus und bist endlich wieder auf dem Rasen, wo ich auch so lange darauf hingefiebert habe. Und dann vor so einer Kulisse, das ist natürlich schon was Besonderes. Ich habe ja vorher vielleicht 2-3 Mal vor so einer Heimkulisse gespielt. Ansonsten war es immer bei, oder was heißt immer ab und zu, selten bei Auswärtsfahrten. Aber dann waren natürlich auch alle Fans gegen einen und so, wenn du dann da rauskommst und vor allem ja, die ganze Stehplatztribüne da voll ist, das ist schon was Besonderes. Und auch im Spiel, ja, wenn die sich dann pushen, das ist schon, ich glaube, auch einmalig da in der 4. Liga. Wie erlebst du jetzt bisher die Alemannia für dich in der kurzen Zeit? Ja, also super. Also ich bin auf jeden Fall positiv überrascht und auch von der Insolvenz. Wir als Spieler merken da herzlich wenig von. Es ist alles super organisiert hier und ja, es macht auf jeden Fall super viel Spaß, hier zu arbeiten. Was nehmt ihr euch noch vor? Die Saison ist noch sehr lang, aber kann man da schon so ein bisschen absehen, wo es hingeht? Ja, ich glaube jetzt nach 2 Spielen ist da schwierig, eine Prognose abzugeben. Klar, wir wollen möglichst lange, oder das heißt möglichst lange, wir wollen erstmal gucken, dass wir da oben jetzt nicht den Anschluss verlieren und dann schauen, dass wir da immer jede Woche ein unangenehmer Gegner sind, möglichst viele Punkte holen und dann muss man am Ende schauen, wofür es reicht. Dankeschön. Bitteschön.